Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im H3 in Ehningen zum RTF 1 Sporttalk. Traditionell vor Weihnachten immer das Thema das Sportjahr 2018 im Rückblick. Wir freuen uns auf unsere Gäste, die wichtige Sportarten in der Region vertreten. Leichtathletik, Volleyball, Basketball und erstmalig im Sporttalk spielen Degen, Florett, Säbel, nämlich die Kampfsportart, Fechten eine Rolle. Wir sind sehr gespannt. Ich darf Ihnen unsere Gäste namentlich vorstellen. Ich fange hier an. Bastian Lindemann, TSG Reutlingen Fechtabteilung. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Elena Burkhardt, Cross- und Hindernisläuferin der Musikkugel LG Farbtex Nordschwarzwald, dass ich das richtig sage. Herzlich willkommen. Dankeschön. David Rösch, Tigers Tübingen, Co-Trainer. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und Friedrich Nagel, Mittelblocker, Volleyball-Bundesliga, TV Rottenburg. Herzlich willkommen hier im H3. Ja, hallo. Wir fangen immer zum Warm-up mit der üblichen Standardfrage an am Sportjahresrepublik. Rückblick, was war, oder fangen wir hier an, so rum, was war persönlich das wichtigste Sporterlebnis für dich 2018, Friedrich? Ja, für mich ganz persönlich war es wichtig, dass wir nicht abgestiegen sind, dass wir es uns in der ersten Liga halten konnten mit unserem Verein. Für mich persönlich war ich froh darüber, dass ich nach den Verletzungen so zurückgekommen bin, dass ich auch wieder spielen konnte. Und dass ich jetzt wieder fit bin und dass das nächste Sportjahr sozusagen angegriffen werden kann. David, dein persönliches Highlight 2018 im Sport? Also ich würde sagen, das größte Ereignis für uns Basketballer in der Region war, dass wir abgestiegen sind aus der ersten Liga. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber es hat uns eine große Chance gegeben, unseren Verein neu zu strukturieren und uns neu aufzustellen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Elena, bei dir ist es ein bisschen schwierig, aber fasse dich ein bisschen kurz, weil du hast unheimlich viel Tolles erlebt in dem letzten Jahr. Was war das richtige Highlight? Ich denke, die meisten würden jetzt erwarten, dass ich sage, das Highlight war die EM in Berlin und das war sicherlich auch ein Highlight, aber für mich persönlich das Highlight war, glaube ich, mein erstes Rennen, wo ich die Normen für die EM gelaufen bin und dann realisiert habe, der Traum kann doch Wahrheit werden. Und du hast ja die Norm gleich in 3 Strecken geknackt. Genau, das hat zwar eine Weile gedauert, aber ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann hinterher die Qual der Wahl habe und quasi in so einer Situation bin, anstatt der Norm hinterher zu jagen. Bastian, dein persönliches Highlight? Also persönlich sportlich war es bei mir die Top-8-Platzierung bei der Deutschen Meisterschaften. Top 8 ist im Fechten, zählt immer als Finale. Und so aus der Trainersicht bei uns im Verein war das sicherlich der Gewinn der Silbermedaille bei der EM, bei den Kadetten mit der Mannschaft, wo ein Sportler von uns beteiligt war. Und dann die Deutschen Meisterschaften haben wir im Kadettenbereich auch im Einzel wie in der Mannschaft gewonnen und dominiert. Wunderbar. Wir starten immer ein bisschen interaktiv am Anfang. Volleyball, Basketball, Leichtathletik und Fechten. Bastian, du darfst anfangen. Eine Frage an einen dieser Sportartvertreter, die dich immer schon mal bewegt hat. Also tatsächlich würde mich interessieren, wie weit in den anderen Sportarten eigentlich möglich ist, das wirklich als Profi auszuüben, egal ob das jetzt als Sportler oder als Funktionär, als Trainer ist. Elena, du bist Profi. Ich sage immer, ich spiele Profi. Ich bin eigentlich Student und denke, dass das im Endeffekt dann auch mein Brot verdienen wird, hoffentlich. Als Läufer ist es ziemlich schwierig, Profi zu sein. Da gibt es so 2, 3 in Deutschland, wo das machen können. Aber sonst, ja, sieht es da eher schlecht aus. David, du hast nur Profis um dich? Also bei uns ist es so, dass die meisten Spieler Profispieler sind. Unsere Nachwuchsspieler sind natürlich keine Profis, die gehen noch zur Schule. Und ich persönlich bin jetzt auch kein Profi, sondern ich habe auch noch nebenher einen anderen Job. Und deshalb, es ist möglich, aber ja, die Anzahl der Jobs ist begrenzt. Friedrich, wie ist es beim Volleyball? Profis in Rottenburg? Ja, wir sind eigentlich jetzt auch über die ganzen Jahre, die wir waren, haben es immer die Fahne geschrieben, dass wir die Förderung von jungen Spielern auch mit der Universität zusammen oder mit einer Ausbildung zusammen fördern wollen. Und das funktioniert sehr gut. Wir sind aber meistens so eine Halb-Halb-Mannschaft. Das heißt, wir haben ungefähr 5 Profis auch ungefähr in der Mannschaft. Dieses Jahr passt nicht ganz, glaube ich, 4. Einfach, weil die aus Übersee kommen oder aus anderen Ländern halt hier meistens nicht studieren, sage ich mal. Für mich selber funktioniert es aber sehr gut. Also ich studiere an der Universität Tübingen und ich bin sehr froh darüber, dass der duale Weg funktioniert. Elena, deine Frage. Ich habe eine Frage ans Fechten.
Und zwar ist es ja so eine unglaublich schnelle und vielseitige Sportart. Wie sehr würdest du sagen, wie viel spielt Talent da eine Rolle und wie viel kann man wirklich an der Schnelligkeit und an der Reaktion trainieren? Also ich sag, Talent selber schadet natürlich nie beim Ganzen. Aber das Schöne am Fechten ist, dass es eine sehr, sehr vielseitige Sportart ist. Und ich glaube, es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, die da nachher zum Ziel führen. Sei es jetzt, der eine ist besonders schnell und macht es über die Athletik, der andere ist clever, macht es über ein gutes Tempogefühl und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele Wege, wo Talent nicht das Ausschlaggebende ist. David, deine Frage. Mich würde interessieren, inwieweit der Teamaspekt beim Leichtathletik eine Rolle spielt. Also für mich persönlich spielt der Teamaspekt eine wirklich große Rolle. Gerade als Läufer, es sieht immer so ein bisschen nach Individualsportart aus, aber ist es eigentlich überhaupt nicht, weil man braucht wirklich Mannschaftskollegen zum Trainieren, die einen pushen, die einen unterstützen. Und gerade auch im Cross zum Beispiel ist die Mannschaft auch ganz wichtig. Wenn man das sich auch in den USA ein bisschen anguckt, da ist im Crosslaufen eigentlich das Mannschaftsergebnis fast wichtiger als das individuelle Ergebnis. Und ja, also ich sehe mich eigentlich schon so ein bisschen als Teamsportler, auch wenn es von außen ein bisschen anders aussieht manchmal. Friedrich? Ja, mich würde interessieren, wie man beim Fechten zu seiner Waffenwahl kommt. Also mittlerweile ist es so, dass die meisten Vereine eigentlich nur noch eine Waffe anbieten und somit geht es relativ einfach. Also bei mir selber, ich habe angefangen mit Florett und Degen und dann haben wir uns auch im Verein selber dann umstrukturiert und fechten mittlerweile nur noch Degen und somit ist meine Waffe mittlerweile auch der Degen. Gäbe aber natürlich auch Möglichkeiten, dort zu wechseln. Aber ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, dass du mal deine drei Waffen hier hochholst, bitte. Dass man die gerade vorstellt, weil wir machen natürlich heute über Fechte ein bisschen mehr. Aber wenn schon die Waffe angesprochen wird, dann müssen wir sie auch zeigen, was die Unterschiede sind. Und ja, nicht nur an der Waffe, wahrscheinlich auch vom Regelwerk her. Also dann würde ich einfach mal mit der Waffe starten, die, ich behaupte einfach mal, meine Waffe ist. Also was ich hier in der Hand habe, ist der Degen. Ich sage, der Degen ist also die klassische Waffe im Fechten. Das hat eigentlich der Ursprung, hat der Fechten im Degenfechten. Der Degen im Fechten so rum. Es ist so, von den Regeln her ist der Degen am einfachsten zu verstehen. Da die Trefferfläche ist hier der komplette Körper, also vom Kopf mit der Maske natürlich geschützt bis zur Fußspitze oder der Hand. Dementsprechend sieht man auch, die Glocke vom Degen ist jetzt relativ groß, dass die Hand auch geschützt ist wird. Ist das Vordere? Genau, also willst hier sieht man die Glocke, genau. Ja, sollte mal Elena dein Mikrofon halten, vielleicht ist es leichter. Das stimmt. Oder die Waffe. Oder Elena hat lieber die Waffe. Genau. Also. Wunderbar. Genau, also hier dann die Glocke hier vorne. Also die Waffe selber besteht immer aus einer Klinge und vorne einer Spitze der Glocke und eben hinten der Griff, wo man die Waffe dann hält. Grundsätzlich unterscheidet sich es dann, oder würde ich die Waffen in Gattungen unterscheiden. Hol sie einfach mal rauf, weil die Elena kein locker 3 halte. Genau, also als Stoßwaffen. Ich halte mal den Degen, dann ist das einfacher. Genau. Dann würde ich jetzt hier das mit dem gelben Griff, das wäre das Florett, das ist die zweite Stoßwaffe. Und beim Degen wie beim Florett muss man eben hier vorne mit der Spitze, da gibt es so eine Druckspitze vorne dran, nimm's muss man. So, ja. Dass man sieht, wie viel kleiner das hier so, ist. So, das ist richtig, genau. Also so wäre es dann Talent. Also beim Degen und beim Florett muss man, wie gesagt, vorne mit der Spitze treffen. Und dann gibt es noch die dritte Waffe, was wir in Reutlingen nicht fechten oder was ich selber auch nie gefochten habe, das wäre der Säbel. Säbel ist eine Hiebwaffe, sprich beim Säbel wird der Treffer angezeigt mit der kompletten Klinge. Also ich darf natürlich auch stoßen, aber es würde auch reichen, wenn ich einfach mit der Klinge irgendwie Kontakt dann zu der Trefferfläche hätte. Und das sind so grundsätzlich die Unterschiede. Also von der Trefferfläche her jetzt, dann ist beim Degen einfach der komplette Körper die Trefferfläche und wir haben sonst ja immer so Meldeanlagen, dort hat jede Seite, wir sind da elektrisch verbunden, es leuchtet dann eine Lampe, wenn man trifft und beim Degen ist es relativ einfach, die Lampe, die leuchtet, derjenige bekommt einen Punkt, wenn beide Lampen leuchten, bekommen beide einen Punkt. Und wenn ich jetzt weitermache mit dem Florett dann, da ist die Trefferfläche an sich nur der Rumpf ohne Kopf und ohne Arme. Das heißt, wenn ich hier jetzt irgendwie das Bein oder den Arm treffe, ist das keine gültige Trefferfläche. Somit bekomme ich da auch keinen Punkt dabei.
Und ich sage soweit auch noch relativ ähnlich zum Degen, bis auf die Trefferfläche. Jetzt wird es dann aber kompliziert und oft für Nichtfechter dann auch im Fernseher manchmal ein bisschen verwirrend. Beim Fechten im Florettfechten gibt es das sogenannte Angriffsrecht. Das bedeutet, es darf immer nur derjenige bekommt den Punkt, der auch angreift. Und wenn ich angegriffen werde, muss ich dementsprechend eine Parade machen, also einmal das Eisen oder die Waffe, die Klinge vom Gegner beseitigen. Dann habe ich das Angriffsrecht und darf dementsprechend dann selber treffen. Gut, das vertiefen wir nachher. Ich würde ein bisschen über die Region hinaus gucken. Fangen wir mit dir an, Friedrich. International, national, EM, WM, Olympische Spiele. Was hat dich besonders fasziniert oder auch nicht? Also ganz grundsätzlich, welche? Ja. Ich bin ganz persönlich immer ein großer Fan von Olympischen Spielen gewesen, einfach weil alle Sportarten... Gewesen? Nein, also weil sie jetzt ja erst wieder kommen. Nein, ich liebe die Olympischen Spiele, weil einfach alle Sportarten zusammenkommen. Es ist eher ein Völkerfest auch. Und ich denke, mit der Ausnahme vom Fußball vielleicht, wo die Weltmeisterschaft das wichtigere sportliche Ereignis ist, ist, denke ich mal, der Olympiasieg für sonst alle anderen Sportarten das höchste sportliche Ziel, das man erreichen kann. Und es ist einfach immer wieder, ich finde es sehr ergreifend, wenn diese Eröffnungsszenen sind und wenn sie die Olympiasieger sozusagen auf ihr Treppchen steigen. Es ist, ist ein sehr schönes Event jedes Mal. Können wir vielleicht das festmachen, weil es gab ja 2018 die Olympischen Winterspiele in Korea. David, da waren kaum Zuschauer da. Und also ich war immer dabei. Ich meine vor Ort, ja. Und ja, war auch vielleicht nicht gerade so das alpine Eldorado. Wie hast du es gesehen? Also ich möchte es jetzt nicht von der politischen Ebene aus bewerten, aber ich finde, die Spiele an sich sind, was man von außen beobachten konnte, recht reibungslos gelaufen. Und gerade Biathlon ist was mich sehr interessiert und was ich sehr eng verfolgt habe. Und das hat mir großen Spaß gemacht, anzuschauen. Dein international großes, das, wo du besucht hast, oder ein anderes? Ereignis. Ja gut, die EM war für mich natürlich als Teilnehmer ein großes Ereignis, aber sonst würde ich auch sagen, sind die Olympischen Spiele immer was ganz Besonderes, weil ich denke, jeder Sportler oder jeder junge Mensch, der anfängt Sport zu machen, träumt doch irgendwann mal von Olympischen Spielen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Wettkampfsport macht, hat so diesen kleinen Traum im Hinterkopf und dafür machen wir das ja vielleicht auch alle. Was denkst du, Bastian, warum kriegt man kaum mehr einen Austragungsort für die Olympischen Winterspiele? Das ist ja schwierig, selbst die klassischen Länder, Schweiz, Österreich, USA, Kanada, da gibt es immer mehr Absagen, als dass irgendein Ort sagt, wir möchten es machen. Gut, ich glaube, das hat hauptsächlich politische Gründe, wenn man sich das anschaut, wie das mit der Entscheidung war mit der Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele in Hamburg, wo es dann auch einen Volksentscheid gibt und man merkt einfach, dass da die Bevölkerung das ja gar nicht wollte. Sei das jetzt irgendwelche finanziellen Geschichten, dass da die Bevölkerung Angst hat, dass man nachher auf einem Schuldenberg stehen bleibt oder ob das jetzt das grundsätzliche Interesse am Sport ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, das sind zumindest jetzt ein gutes Beispiel, warum das hier bei uns in Deutschland nicht funktioniert hat. Was hat dich am meisten fasziniert, ein internationales Sportereignis? Also ich war jetzt auch schon öfters bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften als Zuschauer beim Fechten dabei und war dann 2012 aber selber in London bei den Olympischen Spielen. Und da muss ich schon sagen, dass es bei Olympia selber war eine ganz andere Atmosphäre und der Flair dazwischen, was da definitiv ja wirklich besonders war im Vergleich zu den anderen Geschichten. Ihr habt das angesprochen, ich muss das ein bisschen noch weiter vertiefen mit dem Fechten. Da habe ich einfach ein paar Fragen für dich. Ich bitte, Bastian, dass ich das ein bisschen kürzer fasse. Ja, mit der Maske, die ist auch da unten, können wir die mal schön sehen. Die halte ich medial für schwierig. Warum ist Fechten im Fernseher vielleicht nicht ganz so toll? Du hast vorher gesagt, man sieht die Treffer relativ schlecht. Und was ich dramatischer finde, ist, man sieht den Sportler gar nicht. Was ja sehr wichtig ist, die Emotion, die Mimik, das geht ja verloren. Ist das so? Also es gab tatsächlich mal einen Ansatz, oder jede Sportart ist da ja gefordert, auch medial eben da mit am Ball zu bleiben. Es gab dann mal die Vorgaben für internationale Wettkämpfe, dass eben die Maske hatte dann hier vorne so eine Plexiglasscheibe drin, dass man die Emotionen besser sieht, der Sportler, und man hat dann die Gesichter erkennen können. Da war dann aber tatsächlich einfach das Thema Sicherheit ein Problem. Da gab es dann auch einen Vorfall, dass eben die
ja, mit die Scheibe gesprungen ist oder immer so der Übergang von der Scheibe zu dem Gitter. Es sind halt einfach Schwachstellen und aus dem Grund sind diese Masken mittlerweile wieder verboten und man ist eigentlich wieder traditionell am Gitter. Ich würde aber sagen, da die Emotionen selber sieht man schon, weil, also ich sage das Jubeln und sieht man zum einen ohne Gesicht oder dann, wenn ist auch teilweise, man hat ja nicht dauerhaft die Maske auf, es sind ja nach jedem Treffer gibt es Pausen, da ist öfters auch die Maske unten und es gibt dann Gefechtspausen, also das Gesicht selber vom Sportler. Kann man schon aussehen. Kann man schon auch erkennen, ja. Was ich noch besonders gefunden habe, ist, bei dem Trainingsbesuch ist mir aufgefallen, es können relativ viele Leute auf engstem Raum trainieren. Also, ja, ich sag mal, Disziplin, Qualität und Fairness spielt eine besondere Rolle im Fechtheben, im Fußball, oder ist das nicht so? Also, ich würde sagen, das sind eigentlich die Hauptgeschichten. Also, das fängt bei uns bei den Kindern schon an, dass, also gerade zum Thema Disziplin, das sind hier Waffen, mit denen wir umgehen, die sind jetzt nicht scharf oder spitz vorne, aber trotzdem sollte da halt ohne Maske so eine Spitze nicht irgendwo im Auge oder im Gesicht landen. Dementsprechend wird es bei uns von klein auf auch verlangt, dass sobald man eben fechtspezifische Sachen macht, dass da die Disziplin da ist. Und gleichzeitig sage ich, ist auch Grundvoraussetzung später für den Erfolg, für den Eifer, dass man da die Disziplin definitiv mitbringt. Können wir noch einen Satz verlieren oder ein paar Sätze über die Ausrüstung, die ist ja sicher auch speziell, weil es sind tatsächlich Waffen und ich denke schon, spürt man das, wenn man einen Treffer kriegt? Also in der Regel spürt man, also man spürt es, wehtun tut es in der Regel nicht. Jetzt gibt es natürlich manchmal schon, ja, wenn sich die Klinge in einem besonderen Winkel irgendwie durchbiegt oder so. Also ich sage immer so, die Fechterverletzung ist eigentlich so der blaue Fleck, den bringt man einfach ab und zu auch mit nach Hause, aber sonst ist es jetzt nicht so, dass man da bei jedem Treffer vor Schmerz zusammenzuckt, dadurch, dass man ja selber in der Bewegung ist und das sich ja alles relativ dynamisch abspielt. Das heißt, die Schutzkleidung, Jacke oben, die ist ziemlich dick? Nee, ist sie eigentlich gar nicht. Also wir haben eine Jacke an, drunter gibt es dann nochmal eine Unterziehweste, dass man eben ja, ein bisschen mehr geschützt ist. Und da ist es so, bei der Fechtausrüstung, da gibt es so ein Zertifikat dann pro Jacke, pro Hose, wo dann man sieht es auch hier auf der Maske hinten drauf, da gibt es dann so einen Stempel, dass das geprüft ist von der Festigkeit her oder von der Durchstoßkraft her und somit kann auch, wenn so eine Waffe jetzt abbricht und mal ein bisschen spitzer abbrechen sollte, obwohl das ein spezieller Stahl ist, dass das eigentlich nicht passiert, kann das dann nicht durch die Jacke oder durch die Hose oder durch die Maske oder so durchgehen. Persönlich gefragt, was fasziniert dich beim Fechten am meisten? Wir haben es vorher angesprochen, Leistungsfaktoren sind wahrscheinlich Schnelligkeit, Koordination und wahrscheinlich mental auch ein bisschen Geduld, wenn mache ich Maß oder so. Aber was fasziniert am meisten? Also ich sage, für mich ist es eigentlich immer, dass man, das was ich vorher schon angesprochen habe, dass es unendlich viele Wege gibt, die zum Erfolg führen oder gleichzeitig, dass es auch nicht so das Standardrezept gibt, mit dem ich immer erfolgreich bin. Das heißt, man ist als Sportler gezwungen, immer neue Wege zu suchen, zu finden und selbst gegen den gleichen Gegner kann das sein, beim zweiten Mal muss ich mir irgendwie was Neues einfallen lassen und das sind eigentlich so wenn ich es jetzt auf einen, ich könnte jetzt eine Stunde drüber erzählen, aber wenn so die eine Sache wäre, das ist eigentlich so die Vielseitigkeit, die der Sport mit sich bringt. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal ein bisschen in die Region zurück. Oder habt ihr noch Fragen zum Fechter, irgendwas Besonderes? Also ich kann nur sagen, wir haben die DHM ausgerichtet dieses Jahr an der Universität. Und, Uni Tübingen, ja? Ja, in der Uni Tübingen. Und muss sagen, dass ein Jubel mit einer dieser Waffen, wenn der Arm hochgerissen wird, doch sehr gut rüberkommt und auch durchaus ein bisschen bedrohlich wirken kann. Von daher ist gar nicht so schlecht, dass man vielleicht das wutverzerrte Gesicht nicht auch noch sieht. Ja. Das kriegt man vielleicht zu viel Angst oder so. Okay. Friedrich, wenn ich schon bei dir bin, hast du immer Volleyball gespielt? Ich habe Fisch gefunden, du bist in Rostock geboren und hast zunächst Handball gespielt. Bei der Größe wahrscheinlich kein Wunder. Ja, das ist dem geschuldet gewesen, dass es einen Handballverein gab in meinem kleinen Örtchen, in dem ich groß geworden bin. Man muss sich mal ein bisschen vor Augen führen, dass Mecklenburg-Vorpommern so viele Einwohner hat. Das sind ungefähr 1,3, gleiche Fläche wie Baden-Württemberg. Deswegen nimmt man das so ein bisschen, was man kriegen kann. Und irgendwann gibt es halt, wie es in Ostdeutschland halt für uns auch noch üblich ist, aus dem DDR-Konstrukt heraus Sichtungslehrgänge, wo sozusagen junge Sportler gesucht werden für verschiedene Sportarten. Da Volleyball in Schwerin immer groß war,
haben die in verschiedenen Orten Sichtungslehrgänge veranstaltet. Mein Vater hat damals gefragt, weil ich immer schon gerne Volleyball gespielt habe, ob ich da hingehen möchte. Und ich war schon sehr jung, sehr groß. Und dann haben sie mich sehr gern genommen, weil ich auch mit dem Ball umgehen konnte. Und das war dann der Weg zum Volleyball. Ja. Und wieder nach Rottenburg komme. Ich habe mich kundig gemacht. Mittlerweile bist du der dienstälteste Spieler. Ja. Obwohl du ja noch wirklich jung bist. Seit 6 Jahren in Rottenburg und wie nach Rottenburg gekommen von Rostock-Sperrin runter. Ja, also wir haben so ein Leistungszentrum-System im Volleyball. Das heißt, man wechselt vom Stützpunkt in Schwerin, das war mein Landesstützpunkt, bin ich nach der 11. Klasse nach Berlin zum Bundesleistungsstützpunkt gewechselt, habe dort 2 Jahre gespielt und das letzte Jahr, das ist ein bisschen speziell für die Ballsportarten zumindest, wird die Jugend der Juniorennationalmannschaft in der ersten Bundesliga im VCO-Projekt, die spielen dieses Jahr auch bei uns wieder mit, also außer Wertung raus, spielen sie aber in der ersten Bundesliga mit. Das heißt, die jungen Spieler können sich anbieten für die verschiedenen Vereine. Das ist eine sehr gute Möglichkeit und man kriegt dann im Optimalfall, sage ich mal, danach Angebote von verschiedenen Vereinen. Und mich hat damals das duale Konzept von Rottenburg überzeugt und auch, ich wollte es zu einer Mannschaft, die schon etwas länger in der ersten Liga ist, sozusagen weiß, wie man in der ersten Bundesliga besteht. Und die auch so ein paar alte gestandene Hasen, wie jetzt zum Beispiel Dirk Mehlberg, der ungefähr den gleichen Weg gemacht hat wie ich aus Schwerin, die man einfach so ein bisschen sich was abschauen kann. Genau, das war damals mein Beweggrund. Ich hoffe, du hast ein paar Humor mitgebracht. Du bist Mittelblocker. Ja. Da konnte man nicht so richtig was darunter vorstellen. Und dann habe ich gefunden, Mittelblocker sind schnell, Mittelblocker sind groß, Mittelblocker hauen drauf, Mittelblocker können nicht abwehren, Mittelblocker sind nur Angreifer, Mittelblocker können nicht pritschen. Was stimmt nicht? Also die ersten 5 Sachen stimmen. Also ich bin mit meinen 2 Meter unglaublich viel zu klein für meine Position. Also ich bin mittlerweile der 5. Größte in meiner Mannschaft. Ich habe 2 Kollegen mit 2,05 Meter, die sozusagen auf meiner Position auch noch spielen. Ja, wir sind eigentlich, wenn man so einen Basketball vergleichen will, der Center sozusagen. Wir müssen schnell sein, wir müssen vor allem auch im Kopf dabei sein und wir müssen gut spielen. Wenn es darum geht, was der Gegner mit uns sozusagen anstellen möchte. Was stimmt, ist, dass wir nicht abwehren können, weil wir riesengroß sind und nicht gut zum Boden kommen. Was überhaupt nicht stimmt, ist, dass wir schlecht pritschen, weil wir sind die 2. Instanz fürs Zuspiel. Das heißt, wenn ein Mittelblocker nicht zuspielen kann, dann disqualifiziert er sich für die erste Bundesliga relativ zügig. Ja. Aber es gibt ja ein Zuspiel, das ist nicht der Mittelblocker. Richtig, aber der wehrt ja manchmal auch ab. Mhm. Und dann sind entweder wir oder der Libero die 2. Instanz, die den Ball zum Angreifer bringen muss, weil wir für den Schnellangriff dann eh schon Geschichte sind. Bisheriger Saisonverlauf, der ist beim TV Rottenburg ein bisschen schwierig gewesen, weil ihr habt gleich zu Anfang dicke Bretter gehabt. Friedrichshafen, Berlin und Haching. Ja. Jetzt ein Sieg gegen Königs Wusterhausen. Zuletzt die Niederlage in Lüneburg. Wie geht es weiter? Was sind die Ziele? Letztes Jahr war es knäpplich, hat man sich natürlich mehr vorgenommen, denke ich. Ja, also ich bin ganz grundsätzlich erstmal stolz auf meine Mannschaft, dass sie so ist, wie sie ist dieses Jahr. Wir haben uns sehr neu aufgestellt, wir haben viel junges, frisches Blut gebraucht und haben es auch geholt. Und die Stimmung ist eine viel, viel bessere. Der 3-0-Sieg hat es ein Stück weit gezeigt. Was auch stimmt, ist, dass wir die Tabelle von oben runter spielen gerade. Das ist ein bisschen schlecht, wenn man den Lauf starten will, sage ich mal. Ja, und jetzt kommen die Spiele, sage ich mal, vor Weihnachten werden jetzt sehr wichtig für uns. Wir empfangen Bühl daheim und wir fahren dann kurz vor Weihnachten noch nach Gießen. Das werden sehr wichtige Spiele für uns und die müssen wir auch gewinnen. Und jetzt alles, die Spiele davor in Lüneburg zu gewinnen, ist sehr schwer. Und wir fahren jetzt am Wochenende nach Düren, versuchen dort möglichst 1 Punkt oder vielleicht sogar 2 mitzubringen und dann gut ins nächste Wochenende dann zu starten. David, bei dir ist es ein bisschen anders. Du warst sicher auch irgendwann mal ein Spieler, aber deine Funktion ist Co-Trainer von Tigers Tübingen und da darf ich mit was sehr Erfreulichem beginnen, was ich noch gar nicht bisher wusste, obwohl ich beim Basketball eigentlich relativ nah dran bin. Du warst Jugendtrainer, JBBL-Trainer des Jahres, stimmt es? Das ist richtig, ja. 2017, oder? Korrekt, ja. Und wie wird man das? Da wird man gewählt von seinen Kollegen. Echt? Mhm. Kennt ihr euch alle untereinander so gut? Nee, das ist nicht der Fall. Also manche kenne ich auch nicht persönlich. Aber man verfolgt natürlich alle anderen Teams auch in der Saison. Und wenn da ein Team sich für dieses Finalturnier, das ist bei der JBBL ein Top-4-Turnier, also mit den besten 4 Mannschaften in Deutschland, und wenn sich da ein Team wie Tübingen qualifiziert, dann ist das schon was Besonderes. Und ich glaube, dafür haben mich meine Kollegen ausgezeichnet damals. Und warum hat diese Koryphäe David Rösch jetzt den Jugendbereich verlassen und ist zu den Profis in die 2. Bundesliga gegangen?
Also ich würde das so beschreiben, ich bin mitgewachsen mit meinen Spielern, die damals im Top 4 gespielt haben, und das Ziel war, diese Jungs jetzt auch in unsere ersten Mannschaft zu integrieren. Und ich sehe das auch als meine persönliche Aufgabe. Ich möchte den Jungs helfen, diesen Schritt zu machen in den Profibereich, und da begleite ich sie. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie komplett weg bin. In meiner Funktion als Leistungssportkoordinator bin ich auch immer noch mit dem Nachwuchsbereich verbunden. Jetzt ist die Saisonverlauf ein bisschen ähnlich gewesen wie bei Rottenburg. Bloß die Rottenburger, wie er sagt, haben die Top-Teams gehabt. Das war in Tübingen nicht so. Jetzt habt ihr euch gefangen. Wie ist das? War das eine große Umstellung für den ganzen Verein? Barmer zweite Basketball-Bundesliga nach 14 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit. Also egal, ob man in der Liga aufsteigt oder in der Liga absteigt, muss man sich erstmal zurechtfinden in der neuen Liga. Man muss erstmal schauen, wie die Gegner so drauf sind, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also gerade Regelauslegung ist recht unterschiedlich in der ersten und zweiten Liga. Und da muss man sich erstmal akklimatisieren. Außerdem hatten wir eine Mannschaft, die bis auf einen Spieler komplett neu zusammengestellt ist. Und die muss sich natürlich erstmal einspielen. Und jetzt, was ist, wenn man sagen will, natürlich sagt man, Bundesliga-Absteiger will so schnell wieder aufsteigen in die erste Liga. Ist das euer Ziel oder was ist euer Ziel? Unser Ziel ist erstmal von Spiel zu Spiel uns zu verbessern, und dann ist natürlich schon ein großes Ziel für uns, die Playoffs erstmal zu erreichen. Bei uns steigt ja nicht der Erste direkt in die erste Liga auf, sondern man muss sich erstmal unter die ersten 8 spielen, und dann gibt es so einen K.O.-Modus, dass der Erste gegen 8. spielt und so weiter. Und da muss man sich dann durchsetzen, und da muss man dann seinen besten Basketball spielen. Wie viel steigen auf? Beim Volleyball ist einer aus der zweiten Liga, im Basketball sind es zwei. Im Basketball sind die beiden Finalteilnehmer, die aufsteigen. Richtig, weil jetzt sieht es so aus nach Übermannschaft Chemnitz. Ist das eine? Momentan, also sie sind sehr gut in die Saison gestartet, aber wie gesagt, man muss am Ende der Saison gut spielen. Alles da. Elena, kommen wir zu dir. Bei dir habe ich tolle Sachen gefunden. Du kommst aus Freudenstadt, Schwarzwald, und du hast früher mal Sommerbiathlon gemacht und bist da dritte deutsche Meisterin geworden. Wie kommen wir vom Sommerbiathlon? Ja klar, ist nicht so weit zur Leichtathletik, oder? Ich kam eigentlich von der Leichtathletik zum Sommerbiathlon so ein bisschen. Das war, als ich angefangen habe zum Laufen, wollte mein Trainer auf keinen Fall, dass mir langweilig wird, und hat gedacht, okay, was könnte man noch mit dem Laufen machen? Dann haben wir mal so ein bisschen Richtung Triathlon geschaut, aber das mit dem Schwimmen ist absolute Katastrophe. Also ja, dass ich nicht rückwärts schwimme, ist alles. Und dann kam mein damals erster Trainer auf die Idee, okay, lass uns doch mal Sommerbiathlon probieren. Und es war natürlich eine schöne Abwechslung zwischendurch. Und dann hast du natürlich den Traum erwischt, finde ich, nach dem Abi Sportstipendium in San Francisco. Wie war das? Ursprünglich war das für ein Jahr, ich habe aber gefunden, du warst 5 Jahre dort. Was hast du gelernt? Was ich immer mit Amerika verbinde, ist, die Sportler sind von einer ganz besonderen mentalen Stärke. Hast du das auch so empfunden? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die 5 Jahre San Francisco waren bis jetzt auf jeden Fall die besten 5 Jahre meines Lebens. Ich würde jederzeit wieder zurückgehen, wenn ich könnte. Ist finanziell ein bisschen schwierig ohne Sportstipendium. Und hat mich auch unglaublich als Mensch geprägt und auch von meiner Persönlichkeit her. Aber sportlich ist jetzt hier im Jahr 2018 so richtig losgegangen. Du hast vorher endlose Verletzungsgeschichte auch hinter dich gebracht. Dieses Jahr scheinst fit zu sein. Wie ist das alles zusammengekommen? Du bist deutsche Großmeisterin geworden. Du bist flach gut gelaufen zwischen 800 und 5000 Meter. Und über 3000 Meter Hindernis haben wir ja gehört, 6. bei den Europameisterschaften in Berlin. Wie erklärst du dir selber diese Entwicklung? Wie schon gesagt, zum einen, toi toi toi, bin ich jetzt ja schon eine Weile verletzungsfrei, was davor oft ein Problem war. Aber ich finde es immer ganz lustig, wenn die Leute jetzt auf einmal alle so überrascht sind, so, wo kommst denn du her und was hast du auf einmal anders gemacht? Ich habe die 5 Jahre davor auch schon jeden Tag hart trainiert, und wenn ich verletzt war, habe ich eigentlich fast noch härter trainiert, wie wenn ich nicht verletzt war. Aber im Laufen, wenn man viel auf dem Rad sitzt oder viel im Wasser ist, das braucht halt einfach seine Zeit, bis der Körper dann wirklich darauf auch im Laufsport reagiert. Und die Zeit habe ich einfach gebraucht. Und jetzt hat es endlich so ein bisschen Klick gemacht. Und ja, möchte mir da aber gleichzeitig nicht zu viel Druck machen, sondern die Lockerheit bewahren und nichts groß umstellen, sondern eins nach dem anderen. Kann man sagen, das ist wahrscheinlich nicht so sehr schwierig, 3000 Meter Hindernis. Ist eine Geschichte eigentlich für sich, das sollte vielleicht schon noch einen Satz drüber verlieren. Du bist in Blitzhausen beim allen bekannten Läufermeeting zum ersten Mal, wenn stimmt, über die Hindernisse gelaufen. Und dann wenige Wochen später im August in Berlin 6. geworden. Wie geht es?
Das geht auch durch eine gute Laufleistung und ich sage immer, ja, durch Willen und Kämpferherz. Also wir haben ein Jahr vor der EM in Berlin gesagt, okay, wie kommen wir denn am besten nach Berlin? Und dann kam mein Trainer, wie wäre es, wenn wir es mal mit den Hindernissen versuchen? Und ich wollte eigentlich schon früher immer Hindernis laufen. Da hieß immer, nee, du bist zu unkoordiniert, du bist zu langsam, lauf doch lieber erst mal flach im Kreis. Und ja, deswegen habe ich mich gefreut, dass dann endlich jemand gesagt hat, okay, lass uns doch mal mit den Hindernissen probieren. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass die Technik noch sehr, sehr ausbaufähig ist. Aber genau das ist eigentlich das, was mich freut, weil läuferisch, denke ich, habe ich jetzt schon fast das Maximum rausgeholt dieses Jahr. Aber an Technik, ich denke, da können doch noch ein paar Sekunden fallen. Also kann man davon ausgehen, dass 3000 Hindernis sozusagen deine Hauptstrecke jetzt wird? Ja, das wird auf jeden Fall der Fokus, aber natürlich auch zum Hindernislaufen muss man schnell laufen und da darf man die Flachstrecken auf keinen Fall vernachlässigen. Bastian, bei dir natürlich haben wir über die Sportart gesprochen, aber noch nicht unbedingt. Du hast zwar gesagt, deutsche 8. Freude, Erfolg, Enttäuschungen, Niederlagen für dich im Fechten dieses Jahr? Da würde ich sagen, von allem was dabei auf jeden Fall. Also das bei mir jetzt persönlich war, die letzte Saison lief wie gesagt sehr gut mit der Finalplatzierung bei den Deutschen. Ich habe es jetzt wieder geschafft, mich für den Weltcup im Januar zu qualifizieren, für den Heimweltcup hier. Das ist immer so mein Saisonhighlight dann immer, da zum einen der Weltcup, das Internationale und eben die deutsche Meisterschaften. Und da auch wieder die Trainersicht bei uns im Verein, muss man ganz klar sagen, dass wir eigentlich jetzt diese Saison war, seit ich dabei bin, wirklich mit Abstand die erfolgreichste Saison, die wir jeweils hatten. Also es war nicht nur im aktiven Bereich, sondern ging von ab der B-Jugend, wo es deutsche Meisterschaften gibt, bis hoch zum aktiven Bereich, hatten wir überall eben die Finalplatzierung erreicht. Das hat man so noch nie geschafft. Dann, wie vorher ja schon erwähnt, in der A-Jugend dann mit 2 unter den letzten 8, Platz 1 und 2 in der A-Jugend. Also das war als Trainer auch mal ein interessantes Finale, in dem man einfach die zwei eigenen Sportler fechten lässt und Kaffee trinkt dazu. Von dem her und dann natürlich dann das Highlight mit der Silbermedaille bei der EM, auch nochmal bei den Kadetten. Von dem her rundum ein sehr erfolgreiches Sportjahr. Wenn man das richtig weiß, könnte bei dir ja Fechten Fulltime-Job sein. Du bist Athlet, du bist Trainer und Sportwart im Verein, in einem großen Verein, TSG Reutlinger Fechtabteilung sind. Wie viele Leute? Also Fechtabteilung sind wir so um die 130 Mitglieder. Ja, also Mitglieder, ich denke, genau. Das ist ja schon... Da bleibt ja fast nichts übrig. Hast du noch einen richtigen Beruf auch? Ja, den mache ich eigentlich Vollzeit, genau. Also bei mir ist es so, dass wir haben viermal die Woche Training, Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Und an den Tagen fahre ich morgens zur Arbeit und fahre von der Arbeit zum Training und komme dann abends nach Hause. Und ab und zu muss ich dann freitags, was heißt ab und zu eigentlich, gefühlt bald jedes Wochenende muss ich freitags dann ein bisschen früher vom Geschäft los, weil wir eben dann auf die Turniere fahren, die dann teilweise Freitag bis Sonntag gehen. Und ja, dann geht es montags wieder mit der Arbeit weiter. Ist ja blanker Idealismus, weil beim Fechten verdient man wahrscheinlich nichts. Oder wie viel kriegt so ein deutscher Meister bei der Aktive? Das Nichts war das richtige Stichwort, ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, natürlich Rückblick heißt auch Ausblick. Friedrich, Ziele für 2019? Ja, für unsere Mannschaft geht es darum, sich sozusagen so ein bisschen rehabilitieren, ja, sich sozusagen auch wieder in dem ernstzunehmenden Kreis der Playoff-Mannschaften so ein bisschen da wieder rauszukristallisieren, da auch sich so ein bisschen festzusetzen und einfach eine bessere Leistung zu bringen als letztes Jahr. Und das ist auch für mich persönlich genau das gleiche Ziel. Ich möchte natürlich verletzungsfrei bleiben, das ist mir bis jetzt sehr gut gelungen. Ein paar Sachen umgestellt und ja, ich möchte, dass es so weitergeht. Ich möchte, dass die Mannschaft den Fokus, den sie jetzt hat, auch behält und auch so leistungsorientiert weitermacht. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben zwei junge Herren aus Nordamerika, in Kanadier und einen Amerikaner dazu bekommen. Die helfen bei solchen Prozessen durchaus sehr gut. Und ich hoffe, dass es halt einfach so weitergeht, dass wir da dranbleiben, dass wir unsere Ziele erreichen und dass wir dann auch wieder in den Playoffs spielen und dann wieder dabei sind einfach. David, Klassenerhalt ist diesmal nicht das Ziel. Was sind die Ziele von sozusagen der Sportart, Verein und von dir persönlich? Also wir wollen in die Playoffs, habe ich vorher schon gesagt. Also da wollen wir darauf hinarbeiten, aber wir wollen vor allem wieder die Leute begeistern für Basketball. Letztes Jahr sind uns einige Fans verloren gegangen und die wollen wir wieder zurückholen zu uns in die Halle, weil Basketball macht Spaß, da passiert viel.
Und ich persönlich plane auch im nächsten Sommer wieder als Nationaltrainer aktiv zu sein. Und da möchte ich natürlich auch mit dem deutschen Nachwuchs um Medaillen spielen. Das mit der U20 kann man einerseits sagen und andererseits auch die A-Nationalmannschaft mit Rödl und so. Basketball steigt gewaltig auf mit dem Nachteil, dass es dann für so Mannschaften wie für Tübingen schwieriger wird, sich in der ersten Liga zu halten. Einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert, würdest du es grundsätzlich für interessant und attraktiv finden, wenn Tübingen in der zweiten Liga erfolgreich Playoffs mit mehr Heimspielsiege oder so spielt? Oder ist ja einfach unbedingt notwendig, dass man in der ersten Liga spielt? Also wir müssen ganz klar an unserem Markenkern arbeiten. Tübingen ist eine Mannschaft, die nicht mit einem riesen Budget aufwarten kann, aber mit einer ganz tollen Atmosphäre und mit einer Situation, wo sich junge Spieler beweisen können. Und das muss ich rumsprechen. Für junge deutsche Spieler muss es attraktiv sein, bei uns zu spielen. Und auch für junge Ausländer, so wie jetzt beispielsweise der Reed Timmer, der bei uns so eine Art Publikumsliebling schon ist oder auf dem besten Weg, derjenige zu werden. Und ja, das müssen wir rausarbeiten, das müssen wir nach außen tragen. Und dafür wollen wir bekannt werden. Elena, deine persönlichen Ziele für 2019. Gibt es da was Großes eigentlich? EM, WM, EM kann jetzt sein, oder? Es gibt was Großes, sind die Weltmeisterschaften in Doha. Das ist natürlich das große Ziel. Da ist aber ganz schön warm für eine Mittelstreckenläuferin oder Langstreckenläuferin. Ja, das wird ganz schön spannend, weil anscheinend ist das Stadion nämlich runtergekühlt auf 20 Grad und die Ärzte überlegen schon alle, wie man das vom Kreislauf her macht, wenn man draußen von 40 Grad ins 20 Grad kalte Stadion kommt. Aber ich sage immer, ja, für die WM, da kann sich mein Trainer gerade noch kümmern und Gedanken drüber machen, wie man da hinkommt, weil ich habe gelernt, dass Leistungssport nicht so geht. Deswegen konzentriere ich mich immer auf die kleinen nächsten Ziele. Das ist jetzt erstmal die Cross-Europameisterschaften, dann die Deutschen Cross, gesund durch den Cross kommen, gut in die Bahnsaison starten und dann schauen wir mal eins nach dem anderen. Die Leichtathleten werden immer im Winter besonders beneidet, weil ihr natürlich Trainingslager macht auf Teneriffa, Lanzarote in Südafrika. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, das machen vielleicht die, die nicht nebenher noch studieren oder auch sonst, was weiß ich, vielleicht ja, finanziell gut aufgestellt sind. Aber ich sag mal, wir laufen ja Cross und Cross hier im Schwarzwald zu laufen, härtet auch ab. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, da muss man nicht nach Teneriffa. Bastian, deine Ziele 2019? Also hauptsächlich erstmal an die Erfolge von der letzten Saison anknüpfen. Ich sage, das ist auch immer das eine, das zu erreichen, aber das zu halten ist dann in der Regel immer das deutlich Schwierigere. Ja, und dann vor allem jetzt kurzfristig gesehen, das sind jetzt noch gute 4 Wochen, dann ist eben der Weltcup in Heidenheim. Ich hatte zum ersten Mal, dass ich nicht alleine als Sportler der TSG Reutlingen hinfahren muss, sondern es hat sich jetzt bei den Aktiven bei uns noch der Dominik Eggeler auch mit qualifiziert, höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht. Wir warten da gerade noch auf die Nominierungen, aber das schaut gut aus. Ja, und somit können wir da zum ersten Mal zu zweit als Reutlinger beim Weltcup in Heidenheim starten. Das ist eigentlich so jetzt kurzfristig das Ziel. Vielen Dank. Mögen die Wünsche in Erfüllung gehen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie sportlich. Sie kennen mein Anliegen, nicht nur Sporttalk genießen oder vor dem Fernseher die großen Sportereignisse verfolgen, sondern durchaus selber ein bisschen Sport treiben. Ansonsten ist noch ein bisschen früh, aber wir sehen uns vorher nimmer. Frohe Weihnachten, alles Gute im neuen Jahr. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.